Ich vermute, viele haben zu Hause irgendwo im Regal noch ein Fotoalbum. Also wie gesagt, das ist ja heute nicht mehr ganz modern, weil die meisten haben dann die Fotos aus der Vergangenheit auf dem Handy oder auf dem Computer. Im Prinzip ist das ja dasselbe. Wenn man solch ein Fotoalbum aufschlägt, dann wird einem bald auffallen, dass da ja in erster Linie so die schönen Situationen des Lebens wieder gespiegelt werden. Da hat man dann Bilder vom Urlaub zum Beispiel. Da hat man dann Bilder von einer Hochzeit, vielleicht von einer Geburt oder wo das Kind in die Schule gekommen ist oder wo man irgendwie eine neue Wohnung eingezogen ist, irgendetwas, was einem Freude gemacht hat. Und es kann ja schön sein, das wieder einmal herauszunehmen, sich hinzusetzen und aufzuschlagen, sich dann gemeinsam daran zu erinnern, weißt du noch, wie das damals war? Und dann als Christ hoffentlich auch dazu zu kommen und schön, dafür sind wir Gott dankbar. Gott hat uns da beschenkt, er hat uns da etwas gegeben, uns geführt und das gilt ja heute dann auch noch. Insofern kann das Durchblättern eines Fotoalbums in Papier oder eben im Handy durchaus dazu dienen, so diese Perspektive zu bekommen, was haben wir nicht in der Vergangenheit alles Gutes mit Gott erlebt. Und wenn wir dann irgendwelche Seminare besuchen von sogenannten Life-Coach, das ist ja ganz modern, auch in der Gegenwart. Also wer heute Orientierung in seinem Leben sucht, der kommt leider nicht immer in die Gemeinde, auch nicht hierher, sondern viele suchen dann einen Life-Coach. Und wenn man den besucht, dann versucht er einem zu vermitteln, das Leben ist wunderbar. Du bist erfolgreich, du bist schön und du bist gut und alles wird bestens werden. Und weil das halt nicht immer ganz leicht ist, so zu glauben, dann muss man regelmäßig meditieren, jeden Morgen sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin schön, ich bin erfolgreich, alles ist gut. Und dann geht man in den Tag und langsam bröckelt das wieder ab, weil man merkt, ja, ganz so ist das Leben eben doch nicht. Und ich vermute, hier gibt es heute Morgen niemanden, der nicht weiß, was Sorgen sind. Falls du wirklich zu den ganz glücklichen Menschen gehörst, der noch nie in seinem Leben Sorgen gemacht hat, dann wird manches von dem, was ich heute Morgen sage, an dir vorbeigehen. Hör trotzdem gut zu, denn die Garantie ist ziemlich groß dabei, das wirst du dann noch erleben. Wenn das bisher nicht der Fall ist, das wird noch kommen. Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere, ja, hätte ich das gewusst, dann wäre ich heute Morgen ja gar nicht gekommen, denn ich würde ja viel mehr hören, alles ist super und alles ist toll und wir gehen nach Hause und alle Probleme sind weg. Aber als Christen sind wir ja nicht unrealistisch. Jesus ist auch nicht unrealistisch, wenn er zu seinen Jüngern spricht. Auch die Apostel des Neuen Testaments sind nicht unrealistisch. Wir lesen uns die Apostelgeschichte durch und da merken wir, da ist ein Petrus, da ist ein Paulus, da sind auch andere Christen der ersten Gemeinde und sie folgen Jesus begeistert nach und trotzdem landen sie plötzlich im Gefängnis. Obwohl er nichts Böses getan hat, wird ein Stephanus draußen vor der Stadttor gezerrt und grausam mit Steinen zu Tode geschlagen. Obwohl er nichts getan hat, wird Petrus eingesperrt, wird Paulus eingesperrt. Paulus wird dann in Lystra sogar gesteinigt, weil man dann hofft, ihn auch endlich zum Schweigen zu bringen. Und da merken wir, ja, da hat man allen Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn wir das vergleichen mit den meisten Sorgen, die uns so plagen, also falls jemand gerade damit Sorgen zu tun hat, dann sind die wahrscheinlich deutlich kleiner. Also glücklicherweise hat bisher noch niemand versucht, mich zu steinigen. Bin ich froh darüber. Aber ich habe andere Sachen, die mir dann Sorgen gemacht haben, in der Vergangenheit kleinere und größere. Vor einigen Jahren war ich dann beim Arzt und der hatte mir dann gesagt, Sie haben Krebs. Und das kann Sorgen machen. Der hatte mich nicht einmal mehr nach Hause geschickt, sondern gleich umgehend ins Krankenhaus, weil schon am nächsten Tag die erste Operation angesetzt war. In der Nacht, können sich wahrscheinlich einige vorstellen, habe ich nicht geschlafen, sondern ich habe mir Sorgen gemacht. Wie geht das weiter? Mit mir, mit meiner Familie, mit unseren Kindern. Ich habe mir gedacht, überhaupt, ich stehe doch im Dienst Gottes, jetzt muss Gott doch aufpassen auf mich und wieso passiert mir das? Und wahrscheinlich ist hier heute Morgen auch der ein oder andere, der sich genau das nachempfinden kann, weil er selbst in der Vergangenheit oder sie selbst in der Vergangenheit von Krankheit betroffen worden ist. Und Krankheit kann Sorgen auslösen.
Weil wir merken, glücklicherweise haben wir in Europa ein sehr gutes Krankheitssystem, ein Gesundheitssystem, ein Krankenhaussystem, was uns in vielen Fällen hilft. Aber wir merken, trotzdem bleiben Krankheiten da. Bei manchen Dingen, wie jetzt seit einigen Jahren leide ich am grünen Star und jetzt war ich letzte Woche wieder beim Arzt und sage, ja, wieder etwas schlechter geworden. Aber da kann man nichts machen. Da kann man Augentropfen nehmen und Therapie machen. Aber es gibt keine Methode, dass man das rückgängig machen kann, dass man es aufheben kann. Also falls einer von Ihnen eine gute Methode weiß, kommen Sie hinterher zu mir. Ich höre dankbar zu. Aber die, die ich bisher gehört habe, sagen mir, ja, da kann man nicht so viel machen. Und so werden wir alle früher oder später auch von Krankheit betroffen. Und wir haben als Christen keine Garantie, dass das an uns vorbeigeht. Und dann sind auch noch andere Sachen, die uns Sorgen machen können. Das sind dann die Sorgen im persönlichen, familiären Bereich. Diejenigen, die in meinem Alter sind oder älter, verheiratet sind, Kinder haben, die wissen, dass auch Kinder Anlass zu Sorgen sein können. Das sind Kinder plötzlich, die tun das, was man sich gar nicht vorstellen will, vor dem man sie immer gewarnt hat und sie müssen es doch tun und meinen, ja, die Eltern haben da keine Ahnung. Oder manchmal gibt es auch Kinder, obwohl man ihnen den Glauben so nahe gebracht hat, die wollen plötzlich von Jesus nichts mehr wissen. Und das kann wirklich Sorgen machen. Weil hier kann man nicht einfach auf einen Knopf drücken und plötzlich denken die Kinder anders und verändern sich. Da kann man versuchen, mit guten Worten sich an sie zu wenden, aber bei einigen geht es zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Manchmal gibt es sogar Kinder, die verabschieden sich von den Eltern und sagen, ah, ich will von euch nichts mehr wissen, ich melde mich auch nicht mehr, ihr seid mir egal. Und das ist ja für Eltern schmerzhaft, wenn man viel Zeit und Energie eingesetzt hat für seine Kinder. Allen Grund, sich Sorgen zu machen. Manche haben auch nicht nur die persönlichen Sorgen, sei es um die eigene Familie, die eigenen Kinder, die eigene Gesundheit, vielleicht auch die berufliche Zukunft oder die Rente, die dann etwas knapp wird, sondern wir werden auch immer wieder herausgefordert durch die Medienmeldungen, die uns Sorgen machen. Das haben wir ja gerade vorhin gehört, dass die Schweizer offensichtlich sich am meisten Sorgen machen über Dinge, von denen sie eigentlich nur mittelbar betroffen sind. Denn die Sorge über das Klima ist ja in einem gewissen Rahmen durchaus nachvollziehbar, aber die meisten Menschen erleben das ja nicht selbst. Sie wohnen in ihrer Wohnung, sie haben ihre Arbeit, ihren Beruf. Das ist jetzt nicht etwas, was sie ganz persönlich betrifft, sondern eher etwas durch Medien vermittelt. Genauso ist es bei den Kriegen. Glücklicherweise gibt es in der Schweiz momentan keinen Krieg, aber wir haben dann Bilder vom Krieg überall auf der Welt, wo Menschen leiden. Und das beunruhigt uns. Und es ist ja auch gut, wenn wir nicht so hartherzig sind, sondern Empathie empfinden mit den Menschen, die irgendwo auf der Welt leiden. Aber das macht uns dann auch fertig, bringt uns in Sorgen. Oder wir hören von wirtschaftlichen Problemen überall auf der Welt oder von Unruhen und von Hunger, die Menschen haben, Bürgerkriege, die kommen. Und all das kann uns richtig Sorgen machen. Und in gewisser Weise ist es ja gut, dass es uns betrifft und dass wir uns Sorgen machen. Ein Mensch, der gleichgültig in die Zukunft lebt und sagt, ist mir doch alles egal, Hauptsache mir geht es gut. Ja, das wäre ja noch viel schlimmer. Und das wäre ja gar keine christliche Perspektive. Und doch müssen wir gerade angesichts dieser Sorgen, die auf uns einstürmen, seien es persönliche oder seien es welche in der Welt um uns herum, diese Orientierung immer wieder neu dazu bekommen, wie gehen wir damit um? Denn wenn wir das nicht lernen, dann werden unsere Sorgen uns zerstören. Sie werden uns alle Kraft rauben, auch noch das zu tun, was wir denn tun könnten. Weil gerade Sorgen, das sind ja nicht die Kleinigkeiten. Die Dinge, was soll ich heute Mittag kochen oder wo werden wir den Urlaub verbringen? Das sind dann kleinere Sachen, die können wir selbst bewältigen. Sorgen sind ja meistens die Dinge, wo wir darüber nachdenken, darüber nachgrübeln und wir finden keine Lösung, beziehungsweise wir können das nicht verändern. Wir können das Denken unserer Kinder nicht verändern. Wir können die Politik nicht direkt verändern. Wir können auch nicht einfach sagen, hört auf mit dem Krieg und dann ist Ende damit. Und dann, je nachdem, wie tief es einen betrifft, der ein oder andere wird das kennen, dann ist es so, dann wacht man plötzlich mitten in der Nacht auf, weil einen die Sorgen bedrücken. Man kann nicht mehr einschlafen. Manchmal träumt man davon. Man hat die Lebensfreude nicht mehr. Da ist ein schöner Sommertag und eigentlich könnte man irgendwo am Zürichsee spazieren gehen. Und stattdessen hat man Sorgen über die Klimaerwärmung und sitzt zu Hause und denkt sich, ah, schon wieder so warm. Und ja, und dann macht man sich Sorgen.
Und an diesen Dingen können wir ja nichts ändern. Und gerade von diesen Sorgen spricht Jesus, nicht von den Sorgen, die wir angreifen können, wo wir was machen können. Weshalb der Text, den wir gerade gehört haben, aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 6, der endet ja damit, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Also das, was ich heute tun kann, dafür soll ich mich investieren. Da soll ich auch etwas tun. Denn christliche Perspektive ist nicht, Schwamm drüber, alles nicht so schlimm, wir vergessen das. Das ist nicht die christliche Perspektive. Wir sehen die Probleme, aber wir lassen uns von ihnen nicht erdrücken, sondern wir bitten Gott um Kraft für die Herausforderungen, die heute anstehen. Und vielleicht mit den Kindern dann heute für die Kinder zu beten, heute für die Gesundheit zu beten, heute einen Spaziergang zu machen, heute vielleicht die Kinder anrufen, wenn da irgendetwas ist, heute dafür zu beten, dass Frieden auf der Welt ist. Also das zu tun, was wir heute tun können und dann darauf zu vertrauen, dass die großen Dinge im Leben, die für uns viel zu groß sind, die für alle Menschen viel zu groß sind, dass wir die bei Gott abladen können, weil wir wissen, er ist derjenige, der das alles in der Hand hat. Mein Leben und dein Leben, die Geschicke der Welt, auch wenn viele Menschen meinen, das regeln zu können, so zeigt uns die Weltgeschichte in einer endlosen Folge, dass Menschen eben gerade die Probleme der Menschheit nicht lösen können, sondern meistens, wenn sie das versuchen zu tun, nur neue dazufügen. Denken wir an solche Sachen wie Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Kommunismus aufgekommen ist. Das war ja zur Lösung der Probleme der Welt. Da sagte man, es gibt so viel unterdrückte, ausgebeutete Arbeiter. Jetzt haben wir die Lösung dafür. Das Ideal war, alle bekommen, was sie brauchen und alle arbeiten, was sie können. Und es wird Frieden auf der Erde sein. So wurde das den Leuten vorgestellt. Und am Ende war dann der real existierende Sozialismus die Hölle auf Erden. Die Leute wurden noch mehr unterdrückt. Sie hatten noch weniger, als sie je vorher gehabt haben. Und am Ende waren selbst die, die ehemals davon überzeugt waren, haben es über Bord geworfen. Solch ein Selbstlösungsversuch des Menschen ohne Gott, der probiert, die Weltgeschicke ganz auf eine neue Basis zu stellen. Und am Ende ist es schlimmer als vorher. Das heißt nicht, dass wir nichts tun sollen. Doch, wir sollen etwas tun, sollen auch versuchen, Situationen zu verbessern. Aber immer in dieser Gewissheit, am Ende muss es Gott sein, der das regelt, der das segnet, was wir tun. Wenn wir losgelöst von Gott das machen, das wird eben nicht klappen. Und Jesus, in dem, wo er zu seinen Jüngern spricht, dieser Text in Matthäus 6 ist ja ein Ausschnitt aus der Bergpredigt. Jesus ist im Norden Israels, am See Genezareth in Galiläa, und er spricht zu seinen Jüngern, die direkt um ihn herum sitzen, und dann im Hintergrund ist noch die große Volksmasse, die auch zuhört, und da gibt Jesus einige Hinweise für das Sorgen. Und wenn wir sehen, welche Sorgen Jesus dort anspricht, dann müssen wir nachvollziehen und sagen, das stimmt, über diese Sachen lohnt es sich, Sorgen zu machen. Da ist nicht die Sorge, ist meine Frisur schön oder habe ich die richtige Kleidung, sondern diese Leute haben die Frage, habe ich überhaupt irgendwas anzuziehen? Wenn Jesus sagt, da Sorge über die Kleidung ist gemein, ja, vielleicht habe ich gar nichts mehr, die Kleidung ist kaputt oder da hat jemand sie mir geraubt oder gepfändet. Solche Armut gibt es ja in einigen Ländern der Welt heute auch, wo Kinder in irgendwelchen Slums leben und keine Schuhe haben, keine richtige eigene Kleidung haben. Da hat man allen Grund, sich Sorgen zu machen. Oder da ist dann die Sorge nicht, haben wir heute ein leckeres Mittagessen, sondern ist die Sorge, haben wir heute Mittag überhaupt irgendwas zu essen? Diese Sorge machen sich Leute, und das ist berechtigt. Und damals in Israel gab es auch Menschen, die haben gehungert, wie es heute Menschen gibt, die hungern. Und da müssten wir doch Jesus sagen, ja, also diese Menschen, die haben doch allen Grund, sich Sorge zu machen. Sorge, habe ich einen Ort, wo ich heute Nacht schlafen kann? Habe ich etwas, was ich anziehen kann? Habe ich etwas, was ich essen kann? Also so Grundbedürfnisse des Lebens, da fragen die Menschen danach. Und Jesus sagt ihnen nicht, hab Sorge, sondern hab keine Sorge, selbst wenn du nicht sicher weißt, dass diese Grundlagen des Lebens bei dir nicht sicher sind. Und dann sagt er auch, warum sollen wir uns keine Sorgen machen? Eine Sache ist ganz pragmatisch. Da sagt er dann ja, was kannst du durch all deinen Sorgen deiner Lebenslänge eine Elle hinzusetzen? Das ist ja pragmatisch. Also jetzt bist du krank. Oder du hast nichts zu essen, den ganzen Tag sorgst du dich, sitzt zu Hause am Küchentisch und grübelst und hast schon Kopfschmerzen. Wird dadurch dein Kühlschrank voll? Wird dadurch deine Krankheit weggehen? Ist je eine Krankheit weggegangen durch Sorgen machen? Ist je ein Mensch satt geworden durch Sorgen machen?
Und unsere Antwort ist ja ganz klar, nein. Und deshalb sagt dann Jesus, ja, dann macht ihr keine Sorgen. Nicht wegen Blindheit, sondern Jesus will ja, dass unser Blick geöffnet wird für das, was wir tun können, weil unsere Sorgen meistens verhindern zu sehen, das, was wir tun können, weil wir auf das schauen, was wir nicht verändern können. Und das blockiert uns, das nimmt uns innerlich gefangen. Und gerade das möchte Jesus uns befreien. Da sagt er, das, was du nicht in der Hand hast, das überlass doch getrost Gott. Du weißt doch, dass da ein Gott ist über dir. Du bist doch kein Atheist, der nur an einen blinden Zufall glaubt, der müsste sich alle Sorgen machen. Denn da ist keiner, der auf ihn achtet, keiner, der noch die Hand über ihm hält. Aber du bist doch Christ, du willst doch Jesus nachfolgen, dann musst du doch wissen, da ist einer, der ist über dir und er ist größer und mächtiger, als du es bist. Und überlass ihm das doch, nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Das ist ja genau das, was uns auch Petrus sagt. Wir haben vorhin den Text schon gehört im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder er ist besorgt für euch, sagen andere Übersetzer, meint ja dasselbe. Das ist doch genau das, was dahinter steckt. Sorge nicht, denn du kannst es ja gar nicht verändern durch deine Sorgen. Weder dein Leben wirst du verlängern durch deine Sorgen, noch eine Krankheit wegnehmen. Und jetzt sagst du, ja, ich will das ja nicht, aber das kommt so automatisch. Das haben die Sorgen ja an sich. Man sucht die ja nicht, die kommen immer wieder. Und jetzt sagst du, ich will die auch abgeben, aber sobald ich sie abgegeben habe, kommen sie wieder. Ja, manchmal ist das eine Übung, die musst du mehrfach am Tag machen. Du musst dich innerlich entscheiden, sagen, ich will das Jesus abgeben und dann betest du und sagst, Herr Jesus, mit dieser Krankheit, das macht mich so fertig, mit der Situation, mit den Kindern, das macht mich so fertig und ich leide so darum. Bitte, Herr Jesus, greif du ein, nimm mir die Sorgen weg. Und dann merkst du, ein paar Minuten später kommen sie wieder. Ja, und dann betest du wieder, sagst du wieder, und Herr Jesus, die Sorgen kommen schon wieder, nimm du sie weg. Und wenn du das immer wieder getan hast, dann wirst du merken, dass die Sorgen leichter zu tragen werden. Weil wir haben ja das Versprechen, dass Gott da zuhört und dass Gott antwortet. Dass er nicht immer das macht, was wir uns wünschen, nicht. Aber dass er eingreift da, wo wir gar nicht eingreifen können. Und deshalb gilt es, Jesus Sorgen abzugeben. Und das geht nicht mit einem Gebet, sondern manchmal muss man das 10-mal am Tag machen. Aber es ist eine Übung, das ist ein Hinweis, den Jesus gibt, der weiterhilft und der echt weiterhilft. Weil ich muss mir nichts einreden, wie bei dem positiven Denken. Also ich bin schon so gut und es läuft alles gut, sondern ich weiß, da ist einer über mir mächtiger, der liebt mich, der kann eingreifen. Und an dieser Stelle hilft es ja auch sehr wesentlich, wenn man mal wieder das Album rausnimmt und sich daran erinnert, vielleicht innerlich, da hat Gott doch schon geholfen, bei mir oder bei anderen. Also wenn nicht, dann hilft es, in dem Leben von großen Gottesmännern und Gottesfrauen nachzulesen, in der Bibel oder in der Kirchengeschichte, um zu merken, wie Gott Menschen weitergeführt hat in aussichtsloser Situation. Einige kennen diese gloriosen Geschichten von Georg Müller, dem Waisenhausvater von Bristol, oder von August Hermann Franke, der ja noch vorher ein Waisenhaus gegründet hat, an dem am Ende 2000 Kinder waren und er wusste gar nicht, wie das zu finanzieren ist. Allein im Vertrauen, jeden Tag zu Gott zu kommen und Gott versorgt auf alle möglichen Art und Weisen. Und das, wovon diese Leute immer wieder gelebt haben, sich erinnern. Gestern hat Gott versorgt, er wird heute auch versorgen und morgen auch. Ich weiß nicht wie, aber er wird das tun. Und das brauchen wir auch im Privatleben. Auch wenn wir zu Hause, die meisten von uns, kein Waisenhaus haben, glücklicherweise keine 2000 Kinder morgen satt zu machen brauchen, aber in unserem kleinen Rahmen sich daran zu erinnern, was haben wir schon mit Gott erlebt und das nicht zu vergessen. Und dann zu sehen, da hat Gott geantwortet, da hat Gott versorgt, da hat Gott weitergeführt, Kraft gegeben, das wird er morgen auch noch tun. Und dann die Sorgen Jesus abzugeben. Jesus gibt noch einen weiteren Hinweis. Er sagt nämlich, schaut euch doch einmal die Natur an. Und schaut einmal in der Natur, wer sorgt denn für die ganze Natur? Wer gibt den Regen? Wer gibt den Vögeln zu fressen? Wer lässt die Pflanzen wachsen? Und die Antwort als Christen kennen wir ja, die ist, ja, das macht ja Gott. Und Jesus nimmt bewusst hier Beispiele nicht von den Nutztieren, weil da sind ja Menschen, die dahinter stehen. Die füttern das Vieh oder die pflanzen das Getreide an. Sondern Jesus nimmt Beispiele von wild wachsenden Pflanzen und von Spatzen auf dem Feld, die keiner gezüchtet hat, die einfach da sind, die manche sogar ärgern. Und selbst diese Wesen, um die sich kein Mensch kümmert, Gott versorgt sie doch. Es ist hier eine Argumentation vom Geringeren zum Höheren. Also wenn schon Gott sich um diese Kleinigkeiten seiner Schöpfung kümmert, ja, dann ist doch viel naheliegender, dass er sich auch um dich kümmert.
Denn du bist nach seinem Ebenbild geschaffen. Du bist, wenn du Christ bist, sein geliebtes Kind, wenn er sich um diese Unkräuter draußen kümmert, um die Spatzen in den Bäumen kümmert und die nicht vergisst, dann wird er sich auch um dich kümmern. Und deshalb dieser ganz deutliche Invest, denk doch daran. Da wird dann ja später sogar argumentiert, ja, macht euch nicht so viele Sorgen wie die Heiden. Ja, denn die Lebenssituationen sind ja ähnlich. Auch die Menschen, die Gott nicht kennen, werden krank. Auch die Menschen, die Gott nicht kennen, machen sich Gedanken über irgendwelche Katastrophen, die da und dort geschehen. Und hier argumentiert Jesus, an dieser Stelle sollen wir uns unterscheiden von den Menschen, die Gott nicht kennen. Dass Leute, die Gott nicht kennen, häufig verzweifeln, das ist vollkommen naheliegend. Ich habe gerade letzte Woche noch eine Meldung gelesen, die darauf hindeutet, also ganz deutlich zeigt, die Krankenkassen zeigen, in den letzten Jahren nehmen psychische Erkrankungen ständig zu. Jedes Jahr werden sie mehr. Und man weiß nicht, wie man ihrer Herr wird. Es sind immer mehr Jugendliche, die schon unter Depressionen und Angstzuständen leiden, weil immer viele mehr Jugendliche vollkommen perspektivlos sind. Jeden Tag bekommen sie vor Augen, die ganze Welt geht den Bach ab wegen der Klimaerwärmung und es werden Bürgerkriege kommen und die Wirtschaft stürzt ab. Und viele Jugendliche haben keinerlei Perspektive mehr, sagen die Krankenkassen. Und das gilt für Menschen, die gar keine Christen sind. Und hier sagt Jesus, ihr sollt euch doch unterscheiden. Wenn ihr genauso trübsinnig seid wie der Rest der Gesellschaft, ja, wo sollen die Menschen denn merken, dass Jesus in eurem Leben Realität ist? Eigentlich sollte es doch so sein, dass eure Nachbarn und Arbeitskollegen und Freunde sehen, ihr seht dieselben Sorgen, ihr habt sogar dieselben Sorgen wie sie, aber ihr geht anders damit um. Da merkt man, ihr habt trotzdem noch Hoffnung. Ihr habt trotzdem noch einen Blick in die Zukunft. Bei euch ist nicht nur immer alles rabenschwarz, wenn ihr die Zukunft anschaut. Christen sollten nicht dafür bekannt sein, dass sie mit ihren Freunden und Bekannten alles immer noch schlechter reden. Es geht alles bergab und alles ist noch viel schlimmer und morgen wird es noch schlimmer sein und nächstes Jahr noch viel schlimmer. Und ja, da sind wir dann ja die besten Werber für die Sterbehilfeorganisation, wenn wir so auftreten. Ja, dann sind irgendwann die Leute, die sagen, ja, bringt dir alles nichts besser, sterbe ich, dann erlebe ich das alles nicht mehr. Und ich kenne solche Leute, die das tun. Und die Sterbehilfeorganisation gerade in der Schweiz, die arbeiten ja auch damit. Ist dein Leben nichts mehr wert? Bist du perspektivlos? Selbst wenn du gesund bist, dann macht dein Leben doch ein Ende. Und hier sollten wir als Christen Hoffnungsbringer sein. Als Menschen, die über die Probleme hinaussehen. Die die Probleme sehen, sie nicht verdrängen, sie nicht schönreden und sagen, ja, das Problem ist da, aber wir wissen um jemanden, der dabei tragen helfen kann. Wir wissen um jemanden, der die Probleme mitlösen kann. Das ist eine Sache, die fiel mir leider auf. Ich habe jetzt vor einer Zeit lang gelesen, haben einige Schweizer Freikirchen haben einen Aufruf zum Klimanotstand unterzeichnet. Und jetzt kann man sich durchaus mit dem Klima beschäftigen, kann auch sagen, das ist ja beängstigend. Aber in dem ganzen Aufruf zum Klimanotstand fehlte mir diese Perspektive Gottes. In keinem Wort wurde erwähnt, dann lasst uns doch beten, dass Gott die Natur, die er geschaffen hat, erhält. Kein einziges Wort. Und ich denke, ja, das wäre doch der Kern überhaupt christlicher Perspektive, die wir noch zusätzlich hätten dabei. Und genau diese Perspektive sollen wir ja haben. Nicht Probleme verdrängen, als ob es sie nicht gäbe, sondern tun, was wir tun können und dann darauf zu vertrauen, da gibt es einen Gott, der viel, viel mehr Möglichkeiten hat, als du und ich das je vor Augen haben. Und jetzt müssen wir das im Ausgleich finden. Jetzt müssen wir den Ausgleich dabei finden, was können wir denn tun und was müssen wir Gott überlassen? Dieser Aufruf, die Sorgen beiseite zu lassen, ist ja kein Aufruf zu Bequemlichkeit und Faulheit. Manche würde das gerne lesen und sagen, ach gut, dass ich gelesen habe, ich brauche gar nicht mehr, mich irgendwo zu bewerben, ich brauche auch nichts mehr für die Gesundheit zu tun, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ah nee, das war ja doch nicht der Spruch der Christen, nicht? Das ist ja eher das, was die Leute ohne Gott so machen. Nein, wir sollen tun, was wir tun können, denn hier steht ja auch, diese Pflanzen auf dem Feld und die Vögel auf dem Feld, die spinnen nicht, die sammeln nicht in die Scheunen. Und dann sagt Jesus ja damit, aber ihr tut das. Also wir sollen ja nicht leben wie die Spatzen auf dem Feld, sondern wir sollen ja arbeiten. Wir sollen auch das den Feld bearbeiten, wir sollen in die Scheunen sammeln. Und dann argumentiert ja Jesus, dann können wir ja umso mehr damit rechnen, dass Gott auch uns führt und das gebraucht, was wir uns bemühen. Derjenige, der diese Verse missbraucht, ich glaube ganz viel, also arbeite ich gar nicht mehr, der sollte lesen, wie Paulus ermahnt und der sagt, willst du nicht arbeiten, dann sollst du auch nicht essen.
Die Argumentation dahinter ist ja klar. Paulus will damit sagen, ja, wenn du schon glaubst, dass Gott dich versorgt ohne Arbeit, dann kannst du doch auch vertrauen, dass Gott dich versorgt ohne Essen. Also dann setz dich hin, dein Glaube ist groß und dann wirst du auch so satt, ohne Essen. Ihr könnt das gerne probieren. Ihr werdet dann merken, genau wie Paulus das vorhat, so spätestens nach 1-2 Tagen, dann knurrt der Magen, bei manchen schon nach wenigen Stunden, und dann merkst du, ja, dein Glaube ist zu klein. Na, und wenn dein Glaube nicht mal reicht dafür, dass du satt wirst, ohne zu essen, ja, dann solltest du auch anfangen zu arbeiten. Denn Faulheit ist in der Bibel nie eine Tugend. Gerade die Sprüche sind ja voll von Aussagen über die Faulen. Gehe zur Ameise, du Fauler, und lerne von dir. Oder der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. So richtig schöne Bilder, nicht von einer Seite auf die andere. Und ah, bloß nicht aufstehen, bloß nicht arbeiten. Na, das ist gar nicht, was Gott will. Sondern mit der Arbeit sind wir ja Gott ähnlich. Arbeit ist nichts Entwürdigendes und Schlimmes. Arbeit ist etwas Schönes. Gott selbst arbeitete ja schon, als er die Schöpfung gemacht hat. Und wir sind ihm ähnlich, dass wir arbeiten dürfen und können. Und dann, wenn Gott uns Kraft dafür gibt, das sollen wir tun. Aber dann müssen wir die Grenzen sehen, was wir eben durch unsere Arbeit nicht erreichen können. Der Landwirt, auch wenn es ja heute nicht mehr viele gibt, der weiß, er muss den Acker pflügen, aussehen, manchmal auch noch düngen. Aber dass das wächst, das kann er nicht machen. Dass Frucht rauskommt, das kann er auch nicht machen. In den meisten Ländern kann er auch nicht dafür sorgen, dass genügend Regen fällt. Und dafür ist er auf Gott angewiesen. Und im Grunde genommen gilt das für jede unserer Tätigkeiten auch. Wir können Dinge machen und die sollen wir tun. Die Sorge auf Gott zu werfen, heißt nicht, dass die Dinge, die wir selbst in der Hand haben, dass wir die abschieben. Wenn ich merke, ich habe ein schwieriges Verhältnis zu meinen Kindern, dann soll ich Gott bitten. Aber ich soll auch tun, was ich tun kann. Das heißt, dann soll ich hingehen und soll sie mal besuchen. Dann soll ich nicht mich beschweren und sagen, ja, warum kommen die nie? Aber ich komme zu ihnen auch nicht. Warum melden die sich nicht? Aber ich rufe auch nicht an. Ich kenne manche Leute, die sagen, ja, die müssen zuerst anrufen, das sind doch die Kinder. Das ist keine Strategie. Sondern da muss man sagen, tu, was du tun kannst von deiner Seite aus. Und wenn du anrufst, dann komm nicht gleich mit einem ganzen Schwall von Vorwürfen, sondern hör einfach erst einmal zu und dann sag auch noch eben, ich bete noch für dich und hoffentlich geht's dir gut. Und versuche, du wieder in Ordnung zu bringen, was vielleicht deine Kinder kaputt gemacht haben. Aber vor Gott gilt ja nicht, der hat angefangen. Ja, das ist auf dem Kindergartenniveau. Das sollten wir ja nicht machen. Sondern wir sollten den nächsten Schritt gehen und noch einen Schritt entgegengehen und noch einen Schritt entgegengehen. Und das können wir tun. Genauso, wenn wir Freunde oder Nachbarn haben, die nicht gläubig sind. Wir können nicht bewirken, dass die sich bekehren, dass sie sich öffnen. Aber was wir tun können, ist immer wieder mit ihnen versuchen anzuknüpfen. Immer wieder mal ein Wort zu sagen, was zum Nachdenken mitzugeben. Vielleicht sie mal einzuladen zum Grillen oder einfach ins Wohnzimmer zum Kaffee trinken, um dann miteinander auszutauschen und zu reden. Das können wir tun. Dass sie sich dann bekehren oder dass sie sich für Jesus wirklich interessieren, das können wir nicht bewirken. Und so ist das bei ganz vielen Sachen. Wir können bestimmte Dinge tun, die sind in unserer Macht. Und da sagt Jesus nicht, tu das nicht, sondern mach das. Aber da, wo du an eine Grenze kommst, wo du merkst, das kannst du ja gar nicht bewirken, dann komm getrost zu Gott und bitte ihn darum, dass er eingreift und dass er das übernimmt, was du selbst eben nicht machen kannst. Und das kann im Alltag richtig befreiend und hilfreich sein. Also da merken wir, da geht es plötzlich weiter, wo wir gar keine Perspektive haben. Also ein weiterer Hinweis, den Jesus hier ganz deutlich gibt. Und dann gibt es ja auch noch den Hinweis in dem Text, den wir gerade gehört hast: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Solches alles, damit ist gemeint, ja das, worum wir uns Sorgen machen. Und hier gibt Jesus einen Hinweis, der erst einmal ganz unvernünftig klingt. Weil wenn wir uns Sorgen machen über wirklich grundsätzliche Dinge, wie es mit meiner Gesundheit, wie es mit meiner Ehe, wie es mit meinem Arbeitsplatz, wie es mit meinen Kindern, wie ist es mit dem Krieg in der Welt, das sind ja große Dinge, wichtige Dinge. Und jetzt sagt Jesus, schau mal gar nicht dahin, sondern kümmere dich um die Sachen Gottes. Also trachten heißt ja, ich suche danach, ich richte mich aus nach dem, was Gott wichtig ist. Und jetzt sagt der eine oder andere, ja, dafür habe ich gar keine Zeit, dafür habe ich gar keine Energie, weil ich so viele Sorgen habe, weil es mir so schlecht geht. Und hier sagt Jesus, genau da liegt der Fehler. Schau einmal weg von dem, was dir Sorgen macht, bewusst stell das beiseite und mache das, was Gott wichtig ist zu deinen Sorgen. Kümmere dich darum. Jetzt ja die Frage, warum denn?
Ich glaube, das hat mehrere Folgen davon. Einerseits hat es die Folge, wenn wir auf das schauen, was Gott wichtig ist, dann werden unsere Sorgen automatisch kleiner. Denn umso mehr du dich um die Sorgen drehst, umso größer werden sie. Sie werden ja nicht kleiner. Wenn du jetzt denkst, ich habe irgendwo Schmerzen, das tut weh und der Arzt sagt auch schon, sie sind krank, umso mehr du dich damit beschäftigst, geht das Problem nicht weg. Es wird immer größer, du kannst irgendwann an gar nichts mehr denken. Und hier sagt dann Jesus, und jetzt schalte innerlich um. Die Situation veränderst du nicht, das kann nur Gott machen an der Stelle. Jetzt schalte um und mit der Kraft, die du noch hast, setz dir nicht für deine Sorgen ein, sondern setze sie für die Sache Gottes ein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das klingt vollkommen unvernünftig und du wirst merken, keiner, der nicht gläubig ist, wird das nachvollziehen können. Dir selbst wird es schwerfallen, weil du sagst, ich habe ja gar keine Kraft. Das Versprechen Jesu ist, wenn du es tust, wird es dir auch mit deinen Sorgen besser gehen. Und ich habe das schon an einigen Stellen so erlebt. Und andere Christen auch. Und Menschen der Bibel auch. Wegzuschauen von dem, was uns automatisch Sorgen macht, hin zu dem, was Gottes Anliegen ist. Wir kennen das ja auch, den Begriff Sorgen benutzen wir ja nicht nur von dem, was uns quält, sondern wir sagen ja auch, wir sorgen für jemanden. Die Eltern sorgen für die Kinder oder Altersfürsorge oder Krankenfürsorge. Diese Sorge ist auch damit gemeint. Nämlich das heißt, ich sorge mich für jemanden anders. Also nicht, ich mache mir Sorgen wegen irgendwas, was der falsch macht, sondern die Kraft, die ich habe, setze ich dafür ein, damit es dem anderen besser geht, dass seine Probleme gelöst werden. Das gehört auch mit dazu, weil das ist ja auch die Perspektive Gottes. Gott leidet mit, wenn andere Menschen leiden, wenn in deiner Umgebung Menschen sind, denen es richtig schwer geht, die perspektivlos sind. Jetzt habe ich gerade vor 2 Wochen mit jemandem gesprochen, der sagte mir, ja, der Nachbar da, wo sie wohnen, der will jetzt mit Exit sich das Leben nehmen. Und dann macht er Sorgen. Und ist ja gut so. Nämlich, da ist ein Mensch total ohne Perspektive. Und jetzt geht es darum, ja, wie kann man mit diesem Menschen sprechen, um ihm eine neue Lebensperspektive zu geben, um ihn auf Jesus hinzuweisen und sagen, auch wenn du dein Leben als sinnlos empfindest, es gibt da eine Perspektive. Und vielleicht will Gott gerade das gebrauchen und während du dich dabei einsetzt, merkst du, dass deine eigenen Sorgen geringer werden und in den Hintergrund treten. So auf ganz einfacher Ebene kennen das die meisten doch wahrscheinlich auch. Also mir ist es schon häufiger so gegangen, dann habe ich plötzlich gemerkt, ich habe Zahnschmerzen. Und dann sitze ich da und umso länger ich an die Zahnschmerzen denke, umso größer werden sie. Und dann kommt plötzlich ein Anruf ganz plötzlich und da sagt mir einer und redet irgendwas und ganz wichtige Sache. Und ich merke, während ich die ganze Zeit rede und nachdenke, merke ich die Zahnschmerzen gar nicht mehr. Und genau das ist ja so etwas, wo Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Die anderen Sachen werden plötzlich kleiner, sie werden auf ihr Normalmaß, nämlich das, was sie wirklich sind, reduziert. Wenn wir nur auf die Sorgen schauen, werden die Sorgen größer und größer und größer und größer und irgendwann erschlagen sie uns. Und wenn wir stattdessen auf Jesus schauen, dann merken wir, wir kümmern uns um Dinge, die wir noch beeinflussen können. Wir können mit unserem Nachbarn noch sprechen. Wir können unsere Kinder anrufen. Und dann merken wir plötzlich, die Sachen, die uns so beängstigt haben, werden kleiner. Und plötzlich können wir auch besser mit ihnen umgehen. Plötzlich machen sie uns nicht mehr so kaputt, machen uns nicht mehr so fertig. Und noch ein anderer Effekt ist ja darin, wenn wir uns um die Sache Jesu kümmern, ist doch auch die Verheißung, dass Jesus dort segnend eingreift. Und dann merkst du plötzlich, du hast anderen Leuten geholfen, du hast ihnen seelsorgerlich weiterhelfen können, weil Gott dir die richtigen Worte gegeben hat. Du hast irgendeinen Migranten, Flüchtling nach Hause eingeladen und er ist ganz verzweifelt in seiner Unterkunft und plötzlich blüht er auf und merkt, da kümmert sich jemand um mich. Und an der Freude, die dir hat, freust du dich auch und merkst, Gott gebraucht das und es tut dir selbst gut. Wenn du dich für die Sache Gottes einsetzt, wird es mich nicht nur so kommen, dass du abgelenkt wirst von deinen Sorgen, dass du dich für wichtige andere Sachen einsetzt, die du verändern kannst. Gleichzeitig wird nämlich auch Gott immer größer in seinem Handeln. Du schaust dann nicht nur auf dein Problem, sondern du siehst dahinter den großen Gott, der ja ganz viel eingreifen kann. Das ist ja genau dasselbe, wenn du es in deinem eigenen Leben nicht erlebst, empfehle ich dir ja wieder, lese in der Bibel oder in der Kirchengeschichte, ich habe vorhin ja gesagt, an August Hermann Franke, und schau, wie groß Gott gehandelt hat. Und dann merkst du plötzlich, Gott wird größer. Du siehst nicht nur die Probleme, sondern du erkennst dahinter den großen Gott, der ja nicht nur leere Worte sagt, sondern der handgreiflich, überprüfbar, vielfach bezeugt, immer wieder in der Kirchengeschichte und in der Gegenwart eingegriffen hat. Und da merken wir auch, das kann eine Hilfe sein.
trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch solches alles hinzugefügt werden. Also schau für die Aufgaben, die du noch machen kannst. Und wenn du denkst, du hast keine Aufgaben mehr, die du machen kannst, das stimmt nicht. Dann sprech mit Leuten aus der Gemeinde, aus deinem Freundeskreis. Die können dir helfen, die Augen zu öffnen, wo Gott dich auch noch in deiner Situation gebrauchen kann. Egal, ob du reich oder arm bist oder alt oder jung, Gott kann dich gebrauchen. Jetzt ist nur die Frage, willst du das? Bist du dafür offen? Und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Also bei manchen, da bin ich ja selbst überrascht, wir hatten bei uns an der Bibelschule in den letzten Jahren mehrere Personen, die im Rentenalter Bibelschule gemacht haben und nachher noch in die Mission gegangen sind. Da würde ich ja schon sagen, oh, das ist schon eine ziemlich heftige Entscheidung, aber die sagen, ja, wir sind noch einigermaßen fit, jetzt muss uns nicht mal jemand viel Geld geben, das ist ja schon finanziell geregelt und jetzt werden wir, statt dass wir zu Hause sitzen und Fernsehen schauen oder die Rosen züchten, jetzt sind wir noch mal in der Mission. Und wenn ihr wollt, ich kann euch die Adressen geben von diesen Leuten, die im Rentenalter noch in der Mission aktiv sind, wo ich sage, wunderbar. Oder ich kenne jemanden, der war sein Leben lang als Pastor. Und dann ist er pensioniert worden, auch in der Schweiz. Und dann hat er eine kleine Gemeinde in der Schweiz und die haben keinen Pastor. Und dann sagt er, also ich kann das ja noch. Die muss mich nicht mal bezahlen, weil ich bekomme ja meine Rente. Also bin ich da jetzt noch weiter als Pastor, predige da, mache Seelsorge, weil Gott hat mir die Aufgabe gegeben. Ja, oder meine Frau, die hat 20 Jahre bei uns in der Gemeinde Kinderarbeit gemacht und dann sagt sie, 20 Jahre ist jetzt genug, höre ich jetzt auf. Ja, und jetzt plötzlich kam wieder die Anfrage, jetzt macht sie wieder Kinderarbeit. Und ja, das kann man auch machen, wenn man zwischenzeitlich Oma ist. Nicht? Also meine Frau ist Oma, das heißt umgekehrt, ich bin jetzt auch schon Opa nicht, geworden, also Enkelkinder. Habe ich mich erstmal dran gewöhnen müssen, habe ich gedacht, oh, jetzt fühle ich mich so alt, nicht? Aber gut. Ist auch ganz normal. Und da kann man sich auch als Oma plötzlich noch für die Kinderarbeit engagieren und dann mitmachen, auch wenn die Kinder manchmal nervig sind. Nicht? Klar, ist das so? Kann man machen. Also das heißt, egal in welchem Alter, dann muss es mehr sein, bin ich dafür bereit? Und wenn ich dafür bereit bin, dann fang an zu beten, Herr Jesus, wo willst du mich gebrauchen? Und ich habe heute Morgen ja schon einige Hinweise hier bei euch in der Gemeinde gehört, wo ich den Eindruck habe, da können Leute gut gebraucht werden. Verteilaktion und Flohmarkt und Kinderarbeit und was weiß ich noch alles. Und wenn du merkst, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, du wirst merken, du tust das und du meinst jetzt die Kraft nicht zu haben und plötzlich Gott gibt dir Kraft dafür und dir geht es auch besser mit den Problemen, die sonst sich so sehr in den Mittelpunkt rücken lassen von deinem Alltag. Also deshalb sei offen für das, was Gott dir noch zeigen will, wo Gott dich gebrauchen will. Und dazu gehört auch, sei offen für die Sorgen von anderen. Manchmal ist es nämlich so, du kannst bei den Sorgen, wo andere nicht weiterkommen, da kannst du ihnen helfen. Also es war jetzt bei einer unserer Nachbarinnen, ihre Heckenschere war kaputt und überhaupt, sie fühlt sich sehr schwach, weil sie schon ziemlich alt ist. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir auch die Hecke schneiden? Das war für sie eine große Sorge, weißt du nicht, wie sie das jetzt machen soll. Da kann man solche Sorgen abnehmen und nebenher vielleicht sogar noch mal was über den Glauben weiter sagen. Oder vielleicht dein Kind will vom Glauben nichts wissen, will dir nicht zuhören, weil oh, das sind ja nur meine Eltern. Aber dann kommt ein anderer und spricht mit denen und da hören sie plötzlich zu. Und dann sagen die ihnen dasselbe wie bei dir und dann denkst du, ja, habe ich doch auch schon gesagt. Ja, aber bei dir hören sie nicht zu. Aber vielleicht kann Gott dich gebrauchen für die Kinder von anderen Eltern, denen es genauso geht. Dann redest du mit diesen Kindern, du hast nicht so eine Belastung, du hörst einfach mal zu und sagst dann Ja und Nein an der richtigen Stelle und gibst dir noch ein paar Tipps. Und die anderen Eltern sind glücklich, weil du bist eine Gebetserhörung für sie, was sie selbst nicht machen können. Manchmal gebraucht uns Gott gegenseitig, dass wir da Nöte und Sorgen helfen, unterstützen können, wo wir alleine nicht weiterkommen. Und dann merken wir plötzlich andere, die jetzt auch nicht nur auf ihre Sorgen schauen, die können uns wieder zum Segen sein und weiterhelfen. Dass wir merken, in einer Gesellschaft, die zu einem ganz großen Teil individualistisch ist, nicht ich, nur auf mich ausgerichtet, sind wir plötzlich und haben den Blick einmal auf Gott und Gottes Sache. Und wir haben den Blick auf die Sache und Nöte und Sorgen des anderen, der neben dir sitzt, rechts oder links oder den du kennst. Und dafür setzen wir uns ein. Und das Versprechen Jesu ist dann, wenn du das tust, ich werde mich auch verstärkt um deine Sorgen kümmern. Steht da jetzt, dass alle deine Probleme in deinem Sinne beseitigt werden? Nein, da steht da nicht. Es kann auch sein, dass du weiter krank bleibst. Aber du wirst plötzlich merken, dass du Kraft von Gott bekommst und viel besser mit deiner Krankheit zurechtkommst. Dass du eine neue Perspektive bekommst, Gott dich da weiterführt. Gott hat nie versprochen, dass er uns nie in schwierige, herausfordernde Situationen hineingehen lässt. Doch, er lässt uns hineingehen, aber
Er lässt uns darin nicht alleine. Das ist die Versprechen, was er uns gegeben hat. Und das hat er versprochen und das wird er auch einhalten. Es wird nicht alles immer verschwinden, aber daran wird er sich halten. Und dann gilt es, das zu tun. Und dann endet ja der Text damit und sagt eben, ja, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Hier ist dann das Wichtige, darauf zu schauen, nicht nur, was ist vielleicht morgen oder übermorgen, was ist in der Rente, wenn du noch nicht drin bist in 20, 30 Jahren, was ja keiner von uns weiß, sondern daran zu sehen, was können wir heute tun, wo ist heute die Verantwortung, die Gott mir gegeben hat. Und das schon in der Tagesplanung. Und denn das, was du tun kannst, ist ja nur, was du jetzt tun kannst. In der Zukunft kannst du träumen und planen oder Sorgen machen, aber du weißt ja nicht einmal, ob du das überhaupt erreichst. Du weißt ja nicht einmal, ob du nächstes Jahr noch lebst. Also kümmere dich um das, was jetzt dran ist, was du jetzt verändern kannst. Dafür bist du vor Gott verantwortlich und das sollst du tun. Und bewusst bei dem, was in die weitere Zukunft geht, auf Gott schauen, auf seine Größe und seine Macht, damit wir die Probleme, dass sie ihr Normalmaß bekommen und dass wir das bei Gott ablegen können. Und dass wir damit auch ein Vorbild sind für Menschen, wie Jesus das sagt, wo er sagt, die Heiden, die Gott nicht kennen, dass sie merken, wir gehen anders damit um. Viele Menschen um uns herum haben dieselben Sorgen wie wir, ziemlich. Aber sie werden davon erdrückt und kaputt gemacht. Und dass diese Menschen merken, wir haben einen anderen Weg damit umzugehen. Wir gehen nicht nur am Sonntag in den Gottesdienst, sondern auch am Montag, Dienstag und Mittwoch haben wir Jesus, der bei uns ist, mit dem wir sprechen können, nicht nur über fromme Sachen, sondern auch über ganz alltägliche Dinge und er hört zu und er antwortet. Der verändert unser Denken, er verändert unsere Gefühle, er verändert die anderen Menschen. Und er verändert auch Situationen. Und selbst wenn du denkst, da geht es ja gar nicht weiter. Ich weiß das aus der Seelsorge in Ehefragen. Dann sind manchmal Sachen ganz verquer. Man weiß gar nicht mehr, wie soll es weitergehen. Und ich habe immer wieder erlebt, wenn wirklich der Wille dafür da ist, dass Gott Gefühle, die sich verhärtet haben, wieder aufweichen kann, wieder verändern kann. Dass Gott auch in aussichtslosen Fällen eingreift und neue Perspektiven gibt. Und genau das soll unser Umgang mit Sorgen sein. Wir sollen nicht wie manche esoterisch gesinnte Menschen, die einfach beiseite schieben, versuchen wegzudenken, zu ignorieren, als ob sie dadurch verschwinden würden. Wir sollen sehen, sie sind real da und es gibt auch allen Grund dafür, besorgt zu sein. Aber wir sind nicht alleine. Wir wissen um jemanden, der hat gestern war er da und ist heute da und er ist morgen auch noch da. Und der hat viel, viel mehr Macht und Möglichkeiten, als ich das habe und als du es hast. Und an den können wir uns wenden. Und dann können wir sehen, was können wir tun in dem Problem. Wir können da anrufen und da können wir den Wasserhahn reparieren und da können wir ein Gespräch führen und da können wir uns Entschuldigung bzw. um Entschuldigung bitten. Das können wir alles tun und sollen es auch tun. Wir sollen ja nicht faul sein, einfach alles Gott überlassen, was wir tun können. Aber dass wir an der Stelle, wo wir nicht weiterkommen, dass wir da sagen, Herr Jesus, übernimm du, ich will das nicht. Das musst du an einmal tun und zweimal tun und zehnmal tun und 20-mal tun. Und dann wirst du plötzlich merken, dann wird es dir leichter auf der Seele. Dann kannst du wieder besser schlafen. Dann gehen die Depressionen zurück, die Kopfschmerzen zurück. Und manchmal ist es auch gut, wenn wir mit anderen Leuten zusammen sind und ihnen unsere Sorgen sagen. Und dann merken wir, die tragen mit. Selbst Paulus hat das dann mal getan. Er hat gesagt, bitte betet für mich. Da muss ihm schlecht gehen. Können wir auch. Da muss uns kein Zacken aus der Krone fallen, sondern da merken wir auch, das ist manchmal ein Weg. Wir vertrauen uns mit unseren Sorgen Gott an, wir vertrauen uns mit unseren Sorgen anderen Menschen an, die zuhören, die uns trösten, die uns manchmal helfen können, weil sie ja auch Gott dienen wollen und dann das tun wollen, was Gott gerne von ihnen will. Und dann können sie dazu beitragen, dass es uns besser geht. Das sind alles Hilfemöglichkeiten für den Umgang mit Sorgen. Ja, und wenn du dann das nächste Mal in deinem Handy die Fotos anschaust, wenn du am nächsten Mal das Fotoalbum durchsiehst, dann nimm das auch als Anlass dafür, Gott zu danken, wie er dich bisher hierher geführt hat, was du alles in ihm erlebt hast, dass du nicht vergisst, was er Großes in deinem Leben bisher schon getan hat, ihm dankbar bist und dafür bist du dann gut vorbereitet für die nächsten Sorgen. Und wenn du mitten in Sorgen bist und keine Perspektive hast, dann sag das Jesus einfach heute. Bete zu ihm, sag, Herr Jesus, ich weiß gar nicht weiter, hilf du mir, gib du mir Perspektive. Wenn du Christen in deiner Umgebung kennst, sag ihnen das auch, dann beten die mit dir und dann helfen sie dir dabei. Und dann erwarte darauf, dass Gott was verändert und sag ihm das immer wieder, wenn das da ist. Mach, was du tun kannst. Wenn du im Moment nicht mit Sorgen zu kämpfen hast, dann bereite dich vor, denn früher oder später werden sie kommen. Bereite dich vor, dass deine Beziehung zu Gott stabil ist, dass du nicht gleich aus der Bahn geworfen bist, wenn da irgendwas Schweres in deinem Leben kommt. Und dann umso stärker investiere dich in die Sache Gottes. Dann wirst du da erleben, Gott bereichert dich, er beschenkt dich, er gibt dir Freude.
Und dann bist du viel, viel besser vorbereitet, wenn du selbst in Sorgen drin bist. Mach auch die Augen auf nach rechts und links. Vielleicht sitzt da jemand, ist da jemand, der gerade mit Sorgen zu tun hat. Und dann frag mal nach, und zwar ernsthaft nach, und dann bete mal oder helf ganz praktisch mit, wo derjenige nicht mehr weiter weiß. Und dann kannst du zu einem verlängerten Arm Gottes werden im Leben deines Nachbarn, der Menschen, die rings um dich herum sind. An dieser Stelle möchte ich gerne noch mit euch beten und Gott darum bitten, in Weisheit all das anzuwenden, was wir in seinem Wort finden und was ich versucht habe, heute etwas zu erklären. Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du nicht weltfremd bist, sondern ganz realistisch, dass du als Mensch hier auf der Erde gelebt hast, dass du ganz genau weißt, was Sorgen machen kann. Du hast selbst erlebt, wie dich Menschen verlassen haben, wie sie dich grundlos angeklagt haben, wie Freunde dich verraten haben, wie du geschlagen worden bist, wie du grausam getötet worden bist. Du weißt, was Sorgen machen kann und was schwierig im Leben ist. Du kennst uns und du siehst uns, jeden Einzelnen von uns. Danke dafür, dass wir Sorgen nicht einfach wegdenken müssen, aber dass wir wissen, dass du da bist. Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute Morgen da sind, die hier mit Sorgen sitzen, die, die schlecht schlafen konnten in den letzten Tagen, die, wo sich die Gedanken immer wieder um dieselben Dinge drehen, hilf du ihnen, da herauszukommen. Hilf du ihnen, neu den Blick auf dich zu gewinnen, dass sie erfahren können, wie es ist, Sorgen bei dir abzulegen, da, wo du Gedanken neu ausrichtest, da, wo du Situationen veränderst. Hilf du, dass wir uns alle immer wieder daran erinnern, was du Großes in der Vergangenheit getan hast, in unserem Leben und auch in dem Leben von anderen Menschen. Dass wir da nicht vergessen, dass du groß bist und mächtig bist und dass du viel verändern kannst. Hilf du zu sehen, was wir tun können und was wir nicht tun können. Dass wir uns nicht abmühen an Dingen, die wir sowieso nicht verändern können, sondern uns auf das konzentrieren, was wir verändern können. Hilf du uns, diesen Blick auf dich zu haben, der du größer bist als alle Sorgen. Hilf du uns, deine Sorgen zu unseren zu machen. Öffne du uns die Augen, wo du uns gebrauchen kannst und willst, zum Segen und zur Hilfe für andere Menschen aus unserer Umgebung. Dass wir da dein verlängerter Arm sein können, dass wir da Menschen weiterhelfen können, die alleine nicht weiter wissen. Gib du uns da die Weisheit und dann auch den Mut, das anzugehen. Hilf du uns auch, dass wir das himmlische Ziel nie aus dem Blick verlieren. Dass wir nie vergessen, dass wir einmal in der Ewigkeit bei dir ankommen wollen und nicht nur ewig glücklich auf der Erde leben wollen. Hilf du, dass uns das alles Motivation geben kann, trotz einer Zeit, die schwierig ist, trotz vieler negativer Meldungen und Probleme, mit denen wir konfrontiert werden, dass wir die Freude im Glauben nicht vergessen und verdrängen, sondern sie immer wieder neu erfahren und dass dadurch auch Menschen aus unserer Umgebung auf dich aufmerksam werden, weil sie merken, du gibst uns Kraft und Perspektive, wo sie die schon längst vergessen haben. Wir möchten dich bitten für die kommende Woche, für alle die Herausforderungen, die da auf uns zukommen werden, dass du an unserer Seite stehst und dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass wir dir erfahren, wir brauchen nicht alles selbst zu tragen, sondern du trägst mit uns. Danke dafür. Amen.